Aha, der Hauptgang ist eingetroffen. Davor kommt aber noch die Vorspeise. Ich genieße mir ein paar Aperitifs, während du dich Chess Moraes widmen solltest. Wir sehen uns beim Essen da. Penner. Hey Arschloch, geh zu Chess Moraes, wenn du fahren willst. Auf der Strecke regiert das Metall. Ihres Tempo Blut, Benzin, zerschmetterte Knochen, gebrochene Wirbelsäulen. Es ist grandios, Mutter. Es ist Beast. Sprich mit Chess, wenn du dabei sein willst. Oh, Goldenrod, mein ungewaschener Niemand. Wenn ich nur du wäre, würde ich die Aufmerksamkeit unserer Ent meinem entwendlichen sozialen Moral gerecht werden. Behellige mich nicht länger. Heute und morgen! Hey, in deine Wohnung, juckt's dir den Füßen? Willst du den Wind der Freiheit spüren? Dann palaver mit Chess Moraes. Dem geht's genauso. Baby, ich sehe, du hast das Zeug zum Heizen. Das Benzin kocht über in deinem Blut. Du hast alles, was es dafür braucht. Hab hier einen astreinen Vertrag für dich. Unterzeichne ihn nun mit deinem Blut. Dann rast du wie eine Rakete bis ganz an die Spitze und lachst dann von dort oben auf uns alle herab. Wann fange ich an? Kritzelkratzel, da sind deine drei Kreuze. Jetzt kann's losgehen. Yeah, also, du fängst unten an, Frischfleisch. Mit dem Schrotteimer. Zeig, was du kannst mit der Trödelschnecke. Und dann kletterst du. Kämpfst dich ganz nach oben wie ein richtig fleißiges Bienchen. Bereit, wenn du es bist, hm? Yeah.
Looky, looky. Da hat jemand heute den großen Fang gemacht. Ich muss zugeben, du fährst wie Nicky Rain höchstpersönlich. Yeah, das war ein echter Sieg. Und weißt du was? Das bedeutet eine hübsche Extrabehandlung für dich. Du kannst dir in der Siegerlounge in Wellspring eine schöne Zeit machen. Saufen und fressen, so viel du willst. Dazu bekommst du freien Zugang zu all meinen rassigen Rennstrecken. Fahrer wie du sind so selten wie Haut auf einem Schädeljäger. Such mich jederzeit wieder. Du willst also aufs Gas trinken, Baby? Muss los. Los, Sim, ich habe sie. Die Einladung in die Siegerlounge. Ich habe alles gesehen. Du hast es denen echt gezeigt. Das war echter Sportsgeist. Was soll ich sagen? So bin ich nun mal. Bin jetzt unterwegs dorthin. Du magst es, eine immortale Frau in so einem Erde zu fordern. Sprich, Chess Morris. Und so bald will ich deinen vertrockneten Kadaver durch den Sand schleifen. Heute Morgen, Pappy, hey, willst du Renner? Du hast diesen wilden Blick. Du willst sicher fahren. Vielleicht. Warum willst du das wissen? Nur so. Ich gehe da einfach raus und zieh mein Ding durch. Je mehr ich chille, desto schneller. War schon immer so. Hast du auch einen Namen? Man nennt mich Pappy Swift. Komm aus Laguni. Der beste Ort im Ödland. Freiheit, sag ich dir. Bestes Essen, bestes Gras. All das Reden macht mich hungrig. Ich hol mir ein gegrilltes Songshell-Sandwich. Und einen dicken Johnny für hinten. Wir sehen uns dann. Kommst hier nicht rein. Verpiss dich zu deinem Kampf.
ich in der Show gesehen. Ich bin wegen Clark Clayton hier. Willkommen im Club, Sieger. Zu. Ich habe eine richtig große, gewaltige Überraschung für euch alle. Seht alle her, meine Damen und Kerle. Das ist er. Der berüchtigte Ödland-Tycoon Clark Clayton. So egoman, dass er Leute foltert, nur um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich, der große Clark Clayton, präsentiere euch voller Stolz den Ranger... Killer Dylan Walker! Unser neuer Oh, meine neueste goldene Gans. Mit mir an deiner Seite sind deine Möglichkeiten unbegrenzt. Du willst hoch hinaus, du willst ein Star sein. Der alte Onkel Claggy Clayton kümmert sich darum. Ich enttäusche dich nicht. Ich will groß rauskommen. Daran besteht kein Zweifel. Jeder hat eine Aufgabe in dieser Welt. Und deine besteht darin, verdammt nochmal am besten zu sein. Also, was meinst du? Sollen wir uns mal ungestört unterhalten? Ich biete dir vielleicht gerade den Deal deines Lebens an. Selbst brauche ich wohl nicht vorzustellen. Sicher hast du gehört, wie ich das Erbe meines Vaters in ein Imperium verwandelt habe. Jeder kennt die Geschichte des unwiderstehlichen Clark Clayton, der vom Weißen zum extravaganten Multimilliardär wurde. Warum bist du ja hier, weiß ich doch. Jeder will die Bude des reichsten und großzügigsten Mannes im ganzen Land sehen. Ah, da wären wir. Sieh her, Killer Dylan Walker. Willkommen im Allerheiligsten dieser mächtigen Stadt. Dies ist das Multivat-Nervenzentrum des Clack-Imperiums. Mein Büro, das Cockpit, von dem aus ich meine riesigen Besitztümer verwalte. Ich bin schon der reichste Mann der Stadt. Doch bald habe ich auch absolute, gigantische Macht. Wenn diese verdammte Schrulle, diese Lucem Hager, mir endlich das Bürgermeisteramt überlässt, wird hier alles besser. Darauf kannst du einen lassen. Reicht zu sein, genügt dir nicht? Du hast wohl Größeres vor, oder? Ich will dir von meinem Vater erzählen. Mein Vater war ein großartiger Mann. Alle sagen, dass er toll war. Er hat die Basis für Wellspring geschaffen. Aber ihm fehlte die Vorstellungskraft, Macht und Wirtschaft zu verschmelzen. Er war Bürgermeister, hatte aber nicht viel Geld. Mir fehlt es nicht an Vorstellungskraft, wie ich immer wieder höre. Ich werde der mächtigste Mann im Ödland sein. Was? Was gibt es denn so Dringendes? Richtig, ja. Ein Augenblick. Oh, Killer Dylan Walker, ich muss da leider rangehen. Mach's dir doch bequem. Trink was. Gönn dir einen Sonnenschein-Augapfel. Die sind echt lecker. Richtig, ja. Sehen Sie. Oh ja, ich meine, nein! Ich wollte nicht... Hören Sie zu! Steven, Oberbacher, Steven, nicht einfach
Lusum, die Wanze ist angebracht. Ich weiß, sie überträgt bereits. Gut gemacht. Jetzt verschwinde von dort. Killer Dilla Walker, noch eine Sache. Wie geht es eigentlich der alten Lusum? Oh, überrascht. Hab es gerade erfahren. Clay Clayton entgeht nichts. Da kannst du drauf wetten. Meine Spione und Agenten sind fleißige Bienchen rund um die Uhr, 8 Tage die Woche. Da hat Clegg dich wohl erwischt. Bist doch nur ein Loser. Und weil du gleich ins Gras beißen wirst, werde ich dir ein Geheimnis verraten. Ich habe alles von langer Hand geplant. Weißt du, ich habe nämlich die stärkste Macht des Ödlands auf meiner Seite. Wer das weißt du? Die Obrigkeit. General Cross und ich sind ziemlich beste Kumpels. Sobald die hier übernehmen, Junge, Junge, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und alles dank meines begnadeten Verhandlungsgeschicks. Ich bin mal einfach der Beste. Und du bist nur eine dumme kleine Marionette von Lusum. Also dann, mach's gut, Lusum Loser. Ciao, ciao. General Frost unter einer Decke steckt. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Ich sende ein Einsatzteam zu Clegg. Er wird reden. So oder so. Over und aus.
Lossum, ich habe den Panzer gefunden. Einen Predator von der Obrigkeit. Da ist er! Der Predator-Panzer für Projekt Dagger. Wenn sie ihn zum Lachen bringen, können wir loslegen. Vorstellen, dass er die ganze Zeit hier war. Verbinde mich mit ihrer Frequenz. Ja, warte kurz. Los, los, los! Neu gruppieren, Formation! Sichern und laden. Durchbruch! Clayton, Waffe runter! Wo will er hin? Vermutlich will er sich unter dem Rock seines Herrchens verstecken. Aber wir haben den Predator. Mit Dagger sieht es gut aus. Komm in mein Büro, dann reden wir. Ich sollte genauso einen bekommen. Doch
willst, du Ranger. So, der Mistkerl ist raus aus der Stadt. Volle Konzentration auf Projekt Dagger. Ja, vorerst. Aber wir werden seine hässliche Visage wiedersehen, wenn wir ihn nicht endgültig beseitigen. Es muss doch was Brauchbares bei den Daten von Klecks Computer gewesen sein. Ich bin dran. Die Daten werden gerade entschlüsselt. Wir haben ein Team in Claggys Gruselkeller geschickt, das den Predator-Panzer und andere Technik rausholt. Gut, gib mir Bescheid, wenn der Predator läuft. Mach ich. Da Clegg jetzt aus dem Weg ist und wir den Panzer haben, könnten wir hier deine Hilfe bei einigen Projekten gebrauchen. Würde sich auch für dich lohnen.